Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dragon Age Inquisition. Ich bin's, der Black, und ich habe ein total überfülltes Inventar, mal wieder. Entsprechend verstärkte Speerrüstung nehme ich alles mit. Ach, kann ich ja alles gar nicht mitnehmen, weil mein Inventar so voll ist. Ist ärgerlich, ist ärgerlich. So, hier hätten wir noch was zum Lesen, das holen wir noch und dann, oder nee, das, ich muss ja eh nochmal her. Bevor ich die Quest hier abschließe und mich dann ärgere, dass ich sie abgeschlossen habe. Nein, das mache ich nicht. Da gehe ich doch lieber mal. Ein Hurlock. Rennt man den schon mitten in die, ja, Füße sozusagen. Die dunkle Brut hier unten hat ja nichts zu suchen. Geh weg. Dunkle Brut. So, ich kann auch mal wieder ein Schild geben. Ja, vielleicht absolut von Sinn. Okay, das wäre der erste. Zweite dunkle Brut hier. Sollen die woanders brüten, nicht gerade bei mir hier. Okay. Wunderbar. Dann würde ich sagen, auf zurück. Lalalala. Hier müssen wir auf jeden Fall wieder her. Das heißt, es wird ein bisschen hin und her sein. Ich werde jetzt ein bisschen rennen. Erst nach draußen, dann zum nächsten Händler. Dann ja, werde ich wahrscheinlich erstens auch im Lager die Gruppe tauschen. Oh, guck mal einen an, ich kann ja auch aufsteigen. RP. Hier, bisschen Feuermagie oder Barrierenmagie. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was nehmen wir denn? Ich mach mal Feuermagie, weil ich mich da schon relativ gut ausgebaut habe. Reinigende Feuer, deine Zauber brennen jegliche Magie in der Aha. Zauber, die du wirkst, verkürzt deine Aktivitäten deiner. Aha, okay, Pyromant, du hast die Beschwörung deines Feuers gemeistert. Du bist nun effektiver, wenn Ziel in Panik versetzt oder verbrennst. Was hatte ich denn noch nicht? Das hatte ich noch nicht. Regenerationszeit für die Feuer? Nee. Pyromant. Ich mach mal das hier, komm. Anwenden. Zack. Schön. Ich muss wieder hier. Ich habe mich verlaufen, glaube ich schon. Ah ne, gut, ich bin richtig. Bin noch am Abgrund. Ja, hier habe ich auch schon was zum Plündern vergessen. Gold, Malachit, das kann ich aber auch nicht mitnehmen. Oh, das ist doch zum Ärgern. Na, mal gucken, vielleicht liegt es mit ein bisschen Hoffnung, liegt es wirklich noch da, wenn wir das nächste Mal hierher zurückkehren. Es wird nicht lange auf sich warten lassen. Wie gesagt, ich hole nur, oder ich leere nur mein Inventar. Hole den lieben, netten Varric ab, weil der kennt sich in den Unterlanden oder Hinterlanden oder in den tiefen, wie heißt das, tiefe Wege, in den tiefen Wegen auf jeden Fall besser aus. Schlicht und ergreifend schon aus dem Grund, weil der ja hierher kommt. So, keine Helden in Hass vereint. Wenn wir die Beweggründe näher betrachten, sollten wir damit bei den Söhnen des, keine Ahnung, ich habe es nicht mehr lesen können. Na komm. Lade zu Ende. So, das Walmartor. Schön, schön und gut. Gehen wir mal raus. Beziehungsweise, ich kann ja auch gleich per M. Wo gab es denn den Händler? Gab es denn den Händler hier oben? Da gab es die Händler. Das heißt, ich kann zur Wegkreuzung reisen. Sehr schön. Auf Reise. Auf Reise. Auf Reise. Immer auf dieselbe Weise. So, nochmal kurz ja, per I. Gerade bei Sera gucken, weil die will ich ja dann austauschen. Ob es da vielleicht was gibt, was die jetzt verbessern könnte. Schlangenklinge. Voraussetzung Stufe 9. Okay, Markels Erster lassen wir auch mal. Und ansonsten verstärkte Dolch hat sie drin. Den Jagdbogen lassen wir mal. Die Klinge des Söldnerlords ist ein Kriegerschwert. Mit 61 SPS auch komm her, ja, zu den Werksgegenständen. Verstärkter Schild mit 8. Süßlichen Finger lassen wir auch mal. Feral, dieses Langschwert. Das werde ich dann alles gleich nochmal durchgucken. Beziehungsweise ich mache es erstmal so. Ich rüste erstmal aus. Also Dolch. Meine Stäbe, Dolche da. Was hat sie ausgerüstet? Ausgerüstet von Sera, der Dolch und der verstärkte Dolch. Das heißt, wo ist denn der verstärkte? Das ist der schwere Dolch. Und das erste Verstärkte. Das heißt, die Diebesklinge wird dir, denke ich, ein bisschen mehr nützen. Entsprechend kriegst du erstmal die. Der Verstärkte durch hier eben kann zu den Werkgegenständen verschoben werden. Alles klar. Rüstung. Die Karta-Haube. Ja, komm her. Hier, bitte schön. Nur 11 Mensch oder Stärk. Voraussetzung Stufe 13. Eifer. Pst. So, das ist immer noch Stufe 9. 102. 101. Okay. Vorreiterpanzerung kann sie ja nicht. Beständige Vorreiterpanzerung kann sie auch nicht. Okay. Dann eben weiter. Blackwall.
Welcher an Waffen? Zweihändig. Quatsch, einhändig sollst du doch nehmen. So, Räuberschwert, das Barbaren hat er schon. Die süßlichen Finger braucht er im Moment nicht. Stäbe kann er nicht, Dolche braucht er nicht. Schilde hat er, den verstärkten Schild der 7. Dornenturmschild, kannst du den schon einsetzen? Ja, den kannst du schon einsetzen. Warum hast du den noch nicht aufgesetzt? Ja. So, Rüstwert 8. Für plus 4 Verteidigung im Nahkampf kommt, nimm mal den Turmschild hier. Alles andere kann ja erstmal zu den Wertgegenständen verschoben werden. Flupp. Okay. Krähenklinge, das lasse ich mal, obwohl die Krähenklinge selber ist. 195, doch, lassen wir alles da. Stäbe haben wir gerade keine. Großschwert des Avar, wir brauchen jetzt gerade keine Zweihänder, wir bräuchten, das lassen wir da. Das feraldische Hauptlangschwert kann mal mit zu den Gegenständen da, hier rüber. Das Hauptmannslangschwert hier ebenfalls. Und zwergischer Felsenbrecher. Naja, ich habe noch keine alschartige Streitaxt. Dieser zwergische Felsenbrecher, Schoden auf Blockschaden, komm, du mal erstmal weg. Mark als erster heben auf, schon allein, weil er so schön glänzt. 127 ist, welches Level? Stufe 8. Das hier ist Stufe 9. Stufe 9. Das sind beides dieselben? Nein? Dann tun wir mal das Räubergroßschwert hier weg. Okay. Rüstung. Gucken wir da nochmal durch. Können wir gleich auf die Schwere gehen. Das Helmezeug, Griffernhelm hat er ja. Abenteurerhelm kann erstmal weg. Komm, so, weg da. Leichte Rüstung haben wir keine. Mittelschwere Rüstung. Die Harnische. Ich guck mal. Stufe 7, Stufe 8. Das 7-Teil kann gleich in die Wertgegenstände reingeschoben werden. Was haben wir hier? Ja, ich weiß, es ist immer ein bisschen hin und her, aber es zählt ja nichts. Harnisch. Harnisch da weg. Genau. Hochwertige Jägerpanzerung und Jägerpanzerung behalte ich mal. Und ansonsten hier versenkte Bronzerüstung. Brauchen wir, denke ich, nicht mit anfangen. Die Verteidigerrüstung selbst ebenso wenig. Er ist ja jetzt wirklich mit dieser meisterhaften Vorreiterrüstung ganz ordentlich ausgestattet, muss man sagen. Wie viel hatte die? 135. Na dann, beständige Verteidigerrüstung weg, Vorreiterpanzerung, das, komm, alles weg hier. Okay. Accessoires. Gürtel der Magieabwehr, komm, erstmal weg damit. Auf Gürtel müssten sie eigentlich alle haben, insofern ist das Wurst. Es sei denn, Vivien, hattest du einen Gürtel? Nein, du hattest keinen Gürtel. Naja, gut, okay, was Magieabwehr brauchst du jetzt wirklich nicht unbedingt. Wir warten da auf einen besseren. So, da ist ein Schnellreisepunkt gewesen, haben wir ja gesehen. Es ist gut, dass der Handel wieder floriert. Ich habe hier zahlreiche Waren, falls ihr an etwas interessiert seid. Ich bin interessiert da an deinem Geld. Entsprechend Rüstungspläne, nichts zu verkaufen. Brandsprengfeuer hatten wir aber, glaube ich. Ich will aber eh was kaufen, wenn dann. So, da gucken wir mal gegen die Wertgegenstände. Die Revianische Ehrenmedaille. Ja. Verkaufen. Spielzeugsoldaten brauchen wir auch nicht. Ein geifernder Talisman weg. Silbernring weg. Nacktfuß-Talisman. Silberhalskette ist auch nichts. Schnitzerei. Aha. Okay, bis zu den Stummeln können wir durchaus alles erstmal verkaufen. Fläschchen mit Blut der Braut. Bin ich mir nicht sicher, ob ich das überhaupt noch brauchen könnte. Ich glaube eher nicht. Komm weg. Ehrenmedaille auch, Vorreiter, ja, das Zeug hatte ich ja alles hierher geschoben. Gürtel der Magieabwehr. Ach komm, weißt du was, hier weg. So, zu viele Reithosen, das ist das Zeug, was, ja, Sera geklaut hat. Komm, brauchst du nicht. Ein Spezialwappen. Porzellangemme, Miniaturspinnrad. Mhm. Liebesknoten, linke Hälfte. Ich lasse es mal da. Ich weiß nicht, was ich damit brauche. Aber ich glaube eigentlich nichts. Ach komm, ja, weg. Aquamarin weg. Verteidigerpanzerung, das weg. Klinge des Söldnerlords. Ja, nee. Verstärkte Schilde weg. Bronzerüstung, das Ding, was wir gebaut haben, weg. Die Abenteurer haben aber auch weg. Ja, das ist Kreaturenforschung und die Söldneranweisung. Das lassen wir alles mal da. Und nehmen halt dann den Schnellreisepunkt. Geht auch hier wieder. Wunderbar. Kann ich auch hier nach Valmar.
Nee, leider nicht. Na gut, dann muss ich mal ans Lager an den oberen See reisen. Jo. Lalalala. Immer diese Reiserei. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt eh wieder zurück in die tiefen Wege. Valamar. Und dazu nehmen wir uns einen anderen mit. Nämlich den lieben Varric. Blackwall. Und Solas oder Vivien? Ich nehme mal Vivien wieder mit. Die muss eh noch ein bisschen mehr ausgerüstet werden. Entsprechend wird das auch erledigt. So, wieder da hoch. Wo war denn der Weg jetzt gleich wieder? Es gibt nichts zu berichten, Sir. Ja, das ist schön. Kann ich eigentlich hier mittlerweile oder habe ich da noch nicht genug gesammelt? Ich hatte ja von dem Requirierungszeug was gefunden, aber nee, noch nicht genug. Nun gut. Dann mal gucken. Irgendwo muss ja der Weg hier hochgehen. Bin mir nicht mehr sicher, wo das war, wie immer. Aber ich glaube, ich bin hier hinten irgendwo hochgeklettert. Ich glaube es. Bin mir nicht sicher. Nee, das war der Weg, wo es doch nicht hochging. Menu. Ich glaube, ich renne aber wirklich jedes Mal hier hinter, wenn ich dahinter hinten rauf will. Hm, toll. Voll toll. Aber gut. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Das ist schön, dass es nichts zu berichten gibt. Berichte mir mal, ob es was zu berichten gibt. Nö. Es gibt nichts zu berichten. Ah ja, genau, hier bin ich immer hier hochgeklettert. Wird zwar auch nicht ganz der richtige Weg sein, aber er funktionierte jedenfalls. Hallo. Die anderen sind auch schon oben. Lass mich hoch. So, genau. Danke. So, gucken wir mal, ob wir hier hinten... Ja, ich hätte wahrscheinlich auch den ganzen Weg hier einfach hochlaufen können. Ich Vollhorst. Ja, wäre ich ganz locker leicht hochgekommen. Aber, naja, na gut. Man kann nicht alles haben. Huch! Erschreckt mich nicht immer, Leute. Sichere Reisen, Sir. Dankeschön. So, da hinten ist niemand, ne? Ah ne, das ist nur ein Witter. Witter brauche ich nicht. Wenn, dann hätte ich gerne noch ein, zwei von den Gegnern, die hier eventuell rumlaufen. Weil diese Gegner, die hier eventuell rumlaufen, haben eventuell dieses Baumwollsamt. Blutblut, das brauche ich nicht. Lass mich mal hier durch. Danke, ich will wieder runter nach Valamar. Walla, walla, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe oder so ähnlich. Na gut, rauf hier. Gucken wir mal weiter. Hehe. Das arme Fennig da rennt immer noch rum. Hopp. Okay, es wird dunkel. Und damit haben wir im Grunde das erreicht, was wir wollten. Nämlich, wir sind wieder zurück. Kategorie Wertgegenstände, das Inventar erhält Beute, die du verkaufen kannst. Oder Gegenstände, die du bewisst, dorthin verschieben. Mhm. Dauert einfach zu schnell, geht zu schnell. Ich kann mir das gar nicht alles durchlesen. So, hallo Varric. Du solltest dich ein bisschen besser auskennen, deswegen habe ich dich mitgenommen. Zumal der ja auch eh nach dem roten Lyrium ein bisschen mehr sucht als wir. Und der Schmuggel von der Charta ja geleitet wird. Ist das vielleicht gar nicht die dümmste Idee, den Varric hier mit dabei zu haben. Hallo. Was bist du denn her? Den habe ich ja voll übersehen. Hier muss noch einer sein irgendwo. Ah, da. Klack, 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 klack. Der geht auf mich. Da sind sie alle wieder da, scheinbar. Na gut, dann hauen wir da halt alle nochmal um. Ist ja nicht so, dass wir das nicht schon getan hätten. So, ein Attentäter. Wop. Ein Attentäter tot. Ich bin ein Attentäter-Töter. Hehe. So, hier blinkt's und blinkt's überall. Da geht's runter. Das will ich nicht. Vermutlich will ich das nicht. Da geht's rauf. Das will ich vermutlich auch nicht. Hier gibt's wieder Dragostein. Hat sich alles schade. Leider ein bisschen resettet. Ich hoffe mal, dass wenigstens die Bosse nicht schon wieder da sind. Wäre ja doof. Ich guck mal, was es hier oben so Schönes gibt. Oh, okay. Ist auch nur ein anderer Weg als die Treppe. Nun gut, die obere Terrasse kennen wir ja schon. Hindert uns aber nicht daran, einfach nochmal alles aufzumachen und zu gucken. Hallo. Ich sollte vielleicht nochmal ein Schild geben. Geht das nirgends rein? Wow, 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 lalalala. So, zwei.
Kann ich noch nicht? Na gut, dann machen wir. Ah, jetzt geht's. Und dem. Okay. Hehe. Geht doch. Arschloch! Was? Hat er mich gemeint? Bestimmt nicht. Ich bin kein Arschloch. Naja, was ich aber bin, ist am Ende der Folge angelangt. Beziehungsweise nicht nur ich, das sind wir alle. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.